Juhu! Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir begeben uns jetzt zur nächsten Erinnerung. Oh, jetzt haben wir schon 3166 in der Truhe. Perfekt. Verpiss dich, Frau. Dio mio, horribio. Oh, Huren. Kannte mal einen, der kämpfte wie du. Boah, ist das Blut in die Höhe geschossen! Der legendäre Mut unserer Chlorei. Aber da spritzte das Blut gerade, ey. Es müsste ja ab 18 sein, das Spiel. Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Bernardo Baroncelli finden und eliminieren. Irgendwo da hinten. Frieden, mein Freund. Was ist in euch gefahren? Was zum Teufel? Grazie d'imbecile. Du solltest nicht hier oben sein, Stolko. Was machst du hier? Oh Mann, wie das immer nervt, dass sie meinen müssten, ich dürfte nicht da oben sein. Immer schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Alles wird gut. Und wenn er kommt, wenn es passiert, ich ziehe weiter. Nie zu lange an einem Ort. Nur, wie soll ich schlafen? Wann soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Der Mörder ist hier! Er ist da! Hilfe! Shit, er hat mich gesehen. Ich wollte mich eigentlich chillig willig lernen. Nähen, aber hat er das dann. War ich wohl doch ein bisschen zu offensichtlich. Arschloch. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Und der nächste ist tot. Super. Aussichtstürmchen. Nehmen wir dich da. Da. Machen wir jetzt. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Mach mal Platz hier. Danke. Was sind das für Hasenfüße? So, zack. Die sollen uns beschützen. Was den Bastard? Romeo, ein Mörder. Hüpfen wir doch sowieso nicht hinterher. Aber die Musik ist gut. Oh, die Blumen, das ist cool. Ich will jetzt erst zu dem Aussichtsturm. Und dann begeben wir uns zum nächsten Attentatsziel. Jetzt juckt die Nase. Kann ich nicht mehr sprinten. Nur schnell gehen. So, jetzt geht's wieder. Hat die Nase gejuckt. Hopp, 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 hopp. Shit. Komm hoch. Komm ich hier nicht hoch? Das sieht so anders aus. Da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Dumm, 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 die. Bumm, die. So. So, habe ich das auch synchronisiert und da ist nichts. Dann begeben wir uns jetzt nach da oben. Ja gut, reicht ja, wenn ich da den eigenen Marker setze. Ich weiß ja, wo ich hin will. So, Hü-Hotti. Da ist ein Hü-Hotti. Geil, perfekt. Hopp. Und go.
Oh nein! Nein, nein, nein. Whatcha? Ich verdrück mich besser. Whatcha? Das mag ich irgendwie immer. Vor allem beim Reiten. Das ist am besten. What? Schade. Whatching! Zack, zack. Und hoch. So, synchronisieren wir auch hier die Map. So. Dann müssen wir jetzt hier hin zu dem. Boah, 4000. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Okay. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Mario sollten überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Akzeptieren. Da brauchen wir nicht groß ablenken, da wird sofort einfach geschlitzt. Der war wichtig. Die waren auch wichtig. Und der ist auch tot. Sauber. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ich habe euch gewarnt, Assassine! Ihr hättet besser zugehört! Hey! Kann ich mit euch reden? Da! Auf ihn! So, 5 mit 3 Stich, mit 3-mal Linksklick drücken. Zack. Ihr singt alle das gleiche Lied. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Zack, haben wir auch das erledigt. Brauchen wir niemals... Oh, fuck. Jetzt haben wir ein paar Probleme. So, Konflikten entkommen. Durch Kampf oder Fliehen. Was kann ein Assassine am besten? Fliehen. Ich hasse kämpfen. Ich bin Assassine, ich erdolche. Runter hier! Ich kriege ihn! Boah! Zack, auch tot. Was macht ihr hier? Dazu, was ist dort? Unsere Klinge schneiden am besten. So, doch durch Kämpfen beendet.
1500 gibt es dafür. So, und da hinten ist Pony. Da ist eine Pony. Hier ist eine Truhe. Die nehmen wir natürlich mit, wenn wir eine finden. So, Galopp, 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 Galopp. Ich sollte die Fresse halten. So, ich glaube, wir werden nachher in Monte de Johnny ganz viel Geld ausgeben können, ey. Ich glaube, wir haben 20.000 insgesamt. Ich glaube, wir haben knapp 3.000 in der, über 3.000 in der Kiste. Gut. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Abtei wird von Stefano da Bagnone eliminieren. Geil! Rauchbomben. Was man hier alles für neue Waffen kriegt, ey. Okay, das Ziel töten, bevor es in der Abtei Schutz sucht. Ansonsten ist die Mission, glaube ich, fehlgeschlagen. Gut, ich habe mich jetzt aber hier erstmal eben auf die Feder konzentriert. Da unten ist das Symbol. Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst, wenn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung. Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Was? Braucht ihr die Erlaubnis eures Herrn? Was war das denn jetzt? Okay, die Rauchbombe zu werfen war, glaube ich, eine dumme Idee. Scheiße. Damals war das noch ein bisschen einfacher, dann doch mit den Attentaten, ohne diese Sachen. Wachen. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Lasst uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr aus Wasser ein Feind ist. Jawohl, da war er. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Na gut, er stirbte sowieso, also gut, dass er uns gesagt hat, was wir jetzt nur noch brauchen, ist das komische Ding. Was ich aber jetzt auch erstmal machen sollte, ist fliehen, und das machen wir doch am besten hiermit. Hahaha.
sich ein Mann verstecken. Ich sehe ihn. Scheiße. Wie komme ich hier irgendwo? Ich muss hier irgendwo raus. Ich bin dabei, Bruder. So, ich gucke jetzt erstmal hier an der Außenwand. Ich laufe jetzt erstmal hier. Ach komm, weißt du was? Lauf rein! Yay! Oh, au! 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 Meine Fresse! Nervt mich! Ich kenne diesen Mann! Was machst du? Kletter doch hoch! Hier kommt sie nicht hoch! Geht doch! So, irgendwo muss das Symbol sein. Aus dem Weg! Gut, das haben wir. Nur wo ist das Symbol? Hab ich schon gesehen. Dazu, was? Komm zurück hier! Großartig, bravo! Was? Da! Mach dem den Gar aus! Hab ich den Turm? Anscheinend nicht. Machen wir mal eben den Turm. Da ist es. So, dann haben wir das Ding schon mal gefunden. Ah, toll, da kommen wir nicht rum, weil es abgebröckelt ist. So, dann haben wir das Ding auch schon mal gefunden. Da unten sitzt's. Hopp. So, synchronisieren wir hier das mal. So, haben wir das auch. Dann gehen wir rein. Märtyrer. Zar Nikolaus Russland. Endspitter 34. Splitter 25, ein Schwert. Sie verbrannten Jean bei lebendigem Leib. Ohne den Stab war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Rasputin brachte es nach Tunguska. Passcode gefunden. 68185. Datei freigegeben. Okay. Dann haben wir wieder... So, wo müssen wir nun hin? Wieder in Da City. Erinnerungsanfang. Okay. Und tschüss. Yeah. Fuck all of you. I will kill you. Ich komme in der Mitte nicht rein. Ich muss nach vorne zum Anfang reiten. So, die... Haltet ihn! Hilfe! Lasst mich in Ruhe! Oh,
Sein starker Arm beschützt die Schwachen. Ich bin nur ein Bote. Nehmt die Tasche. Bitte tut mir nichts. Bitte, Herr, nehmt es. Aber tötet mich nicht. Schnell, schnell, schnell. Noch so ein Söldner. Oh weh, sprich dein Gebet, Schurke! Shit, 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 jetzt komme ich erstmal hier weg. Ich wollte meine Bekanntheitsgrad mal ein bisschen senken. Aber die sind immer gut, wenn man die findet, ey. Keine Chance, dass du mich... Da, auf ihn! What the fuck? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was mache ich denn hier? So, dieses... Jetzt bin ich eigentlich inkognito. Mist. Hi. Von gerösteten Kriminellen. Von gerösteten Kriminellen? Oh, aua. Aua. Hopp. Ich bin sicher, ich sehe ihn nicht mehr. Wohl irgendein. Mist. Kein Ausweg mehr, Stronzo. Warum tut ihr das? Bitte verschont mich, ich bin ein guter Mann. Ich verschone dich ja auch. Das kann doch nicht euer Ernst. Alter, das kann doch nicht euer Ernst. So, jetzt habe ich halt mal eben kurz die Samen bezahlt. Boah, die haben mal eben alle ausradiert. Ihr wagt es, Frauen zu töten. Jetzt stirb! So. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Und bis dahin, Freunde, tschüss!